Namaste, guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist, Kinn parallel zum Boden. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, Sorgen, Ängsten, alles, was dich in diesen Tagen geistig beschäftigt. Lass alles los, sei relaxed. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen. Und beim Ausatmen alles loslassen. Zur weiteren Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama, Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel mit dem Daumen links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel und rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana während des Tages öfters üben. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht. Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Ewig, unendlich. Ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie. Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar,
Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach nur den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte und fühle, wie du nach jedem Ausatmen geistig ruhiger und körperlich entspannter wirst. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen. So.
sprich gedanklich beim Ausatmen, ham. So. Ham. So. Ham. Wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. So. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren.
Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deinem Mantra und deiner Atmung. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und konzentriert. Beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Freundlichkeit, für Mitgefühl und für Dankbarkeit. Stell dir die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Stell dir alle fühlenden Wesen und Lebensformen vor. Wünsche ihnen allen, ohne Ausnahme, das höchste Gute. Sieh sie gesund, glücklich, zufrieden, prosperierend, erwacht zu ihrer wahren Natur, konstruktiv diese Zeit erleben und gestalten. Lächle ihnen zu und sei freundlich, habe Mitgefühl und sei dankbar. Sieh dich selbst gesund, zuversichtlich, selbstbewusst, freundlich, friedvoll, konstruktiv diese Zeit erleben und gestalten. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit, für die Erkenntnis und Akzeptanz, dass alles vorübergehend, alles vergänglich in dieser materiellen Welt ist. Lass uns gemeinsam einmal Om singen. Komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Atmosphäre verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das 4. Niyama Svadhyaya. Svadhyaya bedeutet Selbsterforschung. Metaphysische Studien und meditative Kontemplation, um die eigene wahre Essenz und die Realität Gottes zu verstehen. In Patanjalis Yoga Sutras
wird Svadhyaya folgendermaßen beschrieben. Einsichtsvolle Studien und Analyse höherer Realitäten und intensive spirituelle Praxis resultieren in Gottverwirklichung. Svadhyaya, diesmal die englische Seite. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.